Hallo, ich bin Lisa und ich studiere Bildung für nachhaltige Entwicklung. Ich möchte euch mitnehmen auf eine Reise durch ganz Deutschland zu verschiedenen Praxisbeispielen, die Bildung für nachhaltige Entwicklung besonders gut umsetzen und dafür von der deutschen UNESCO-Kommission und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung ausgezeichnet wurden. Heute besuche ich Orte und Menschen, die die Digitalisierung nutzen, um Bildung für nachhaltige Entwicklung umzusetzen. Und Orte, die wiederum den technologischen Fortschritt mit BNE begleiten. Auf welche drängenden Herausforderungen von nachhaltiger Entwicklung kann BNE auch digital Antworten finden? Lebensmittelverschwendung ist ein großes Problem hier in Deutschland. Am regionalen Umweltbildungszentrum Holln werden auch digitale Medien eingesetzt, um diesem Problem entgegenzuwirken. Claudia Kai-Ruthardt erklärt mir jetzt, wie genau das geht. Hi, herzlich willkommen hier bei uns im Umweltzentrum. Dankeschön. Ja, normalerweise ist hier ganz viel los. Wir haben so 2 bis 3 Schulklassen pro Tag, die hier Kurse zu verschiedenen Themen machen. Im Moment geht das natürlich nicht so sehr, aber wir haben versucht, unsere ganzen Kurse dann in das Digitale zu transformieren. Bildung für nachhaltige Entwicklung steht bei uns einfach im Vereinsgrundsatz drin. Also das ist das, was wir machen, das, was wir machen wollen. Es ist nicht mehr einfach nur Umweltbildung, sondern tatsächlich Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das RUZ Holln, das ist eine außerschulische Bildungseinrichtung. Und hier kommen viele Schüler aus der Region hin und lernen Sachen zum Thema Ernährung, Klimaschutz, Landwirtschaft, Wald und Natur und Energiesparen. Ja, wir haben mit diesem ganzen Kochen, Fotografieren und Filmen eigentlich angefangen, weil auf einmal keine Schulklassen mehr zu uns kommen konnten. Und gerade für das Projekt Wirf mich nicht weg besuchen wir sonst so 50 Schulen im Jahr. Und weil das dann alles nicht mehr ging, haben wir uns dann überlegt, wie erreichen wir die trotzdem und haben dann angefangen, kleine Videos zu drehen. Auf welche Art und Weise lernen denn die Kinder und Jugendlichen bei euch? Normalerweise ganz handlungsorientiert. Sie arbeiten an verschiedenen Stationen, können sich da dann die einzelnen Themen selber erarbeiten, auch untereinander dann lernen und sich Sachen erklären. Das stecken wir da jetzt in dieses kleine Mini-Loch. Dadurch, dass das im Moment ja schwierig ist, mit den Schülern so umzusetzen, haben wir halt versucht, wirklich alle Aspekte der Kurse dann auch digital umzusetzen. Wirf mich nicht weg, dein Podcast für mehr Wertschätzung für unsere Lebensmittel. Hallihallo, da sind wir wieder, Claudia und Caro. Heute sprechen wir über eine ganz besondere Initiative und eine besondere Art, Lebensmittel vor der Tonne zu retten. Mich motivieren ganz einfach die Kinder für meine Arbeit, weil das macht so einen Spaß, auch denen dieses Wissen zu vermitteln, die für nachhaltige Ernährung und gegen Lebensmittelverschwendung zu begeistern, dass sie nachher selber aktiv werden. Wenn mir dann die Eltern erzählen, oh, ich musste erstmal den Kühlschrank umsortieren, dann freut mich das total. Besonders die junge Generation kann über so kreativ aufgearbeitete Inhalte über Nachhaltigkeit erreicht werden. Neben der Vermittlung von Inhalten ist es über technische Mittel aber sogar möglich, trotz Corona über Ländergrenzen hinweg voneinander zu lernen. Wie genau das funktioniert und warum das wichtig ist, erklärt mir gleich Sarah Höfling. Sie arbeitet in der Kinderkulturkarawane im Projekt Creative. Der Austausch mit den unterschiedlichen Leuten, mit unterschiedlichen Sprachen, das ist schon schön. Und das ist auch im Digitalen tatsächlich auch schön, eben wenn man dann sieht, wie man eben unterschiedlich an so Sachen rangeht. Wie mache ich ein Tutorial so? Kreativ ist ein Projekt der Kinderkulturkarawane. Die Kinderkulturkarawane lädt seit 20 Jahren Jugend- und Zirkus-, Theater- und Künstlergruppen aus dem globalen Süden ein, um hier einen Austausch zu haben mit Kindern und Jugendlichen. Und Kreativ ist ein Teil, ein Projekt davon und beschäftigt sich speziell mit Klimagerechtigkeit. Wie würdest du sagen, hilft euer digitaler Austausch dabei, die SDGs zu erreichen? Indem wir einen Perspektivwechsel schaffen und ein größeres Verständnis, glaube ich, für das Leben und die Probleme der anderen. Wie habt ihr das denn jetzt geschafft, während Corona diesen Peer-to-Peer-Austausch irgendwie trotzdem umzusetzen? Wir haben unsere Kooperationspartner gebeten, Tutorials zu machen zum Beispiel, zu ihren künstlerischen Angeboten, die sie haben. Wir haben aber auch Kennenlernvideos produziert, kleine, wo die Gruppen sich vorgestellt haben. And your name? Lisa. Lisa is here. Hi. Nice to meet you.
In unserem Projekt, glaube ich, können wir dazu beitragen, dass das Verständnis einfach in dem Sinne geweckt wird, wie andere Kulturen und Menschen leben, indem wir direkt zeigen aus dem Alltag, zum Beispiel jetzt durch unsere Videos, wie zum Beispiel die Klimakrise sich auswirkt auf andere Menschen, jetzt nicht nur auf Deutschland bezogen, sondern auch auf die Welt bezogen. Für meine Arbeit motiviert mich, immer wieder zu sehen, dass dieser Perspektivwechsel gelingt. Sei es jetzt im Realen, da funktioniert das natürlich sowieso, aber auch im Digitalen. Online-Theater zum Klimawandel und Podcast zu Lebensmittelverschwendung. Das ist digitale BNE. Ich treffe gleich Ines Bott. Sie arbeitet am Karlsruher Institut für Technologie. Hallo. Schon vor Corona wurde hier zu Digitalisierung und technologischem Fortschritt geforscht. Welche Chancen und Herausforderungen dieser technologische Fortschritt mit sich bringt und was BNE damit zu tun hat, das kann Ines mir beantworten. Wir widmen uns dem interdisziplinären und transdisziplinären Austausch zwischen den verschiedenen Fachrichtungen am KIT und zwischen der Forschung des KIT und der Gesellschaft, um hier den Diskurs zwischen Forschung, Wissenschaft, Gesellschaft zu fördern. Wir haben gemeinsam mit der Karlsruher Schule der Nachhaltigkeit 2015 das Begleitstudium für nachhaltige Entwicklung entwickelt und bieten das jetzt eben seit inzwischen 5 Jahren sehr erfolgreich für alle Studierende des KIT an. Die Frühlingstage der Nachhaltigkeit sind Projekttage, die am KIT stattfinden, in denen die vielschichtigen Facetten nachhaltiger Entwicklung gezeigt werden sollen. Bildung für nachhaltige Entwicklung wird eigentlich immer wichtiger, je mehr Neuerungen zutage gebracht werden. Je mehr neue Entwicklungen es sowohl im technologischen Bereich, aber auch in Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, kulturellen und interkulturellen Bereichen gibt. Einerseits geht es darum, diese Technologien zu entwickeln, die uns natürlich auf technischer Ebene immens vorwärts bringen. Aber es geht auch darum, zu erkennen oder zu analysieren, was macht das insgesamt mit unserer Gesellschaft. Bildung für nachhaltige Entwicklung wird bei uns am KIT ganzheitlich gedacht, sprich in jedem einzelnen Bereich des KIT, in allen Disziplinen, die wir hier vertreten. Nachhaltige Entwicklung funktioniert nur, wenn alle miteinander ineinander greifen. Wie soll optimalerweise die Gesellschaft 2030 aussehen im Hinblick auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit? Die Digitalisierung sollte meiner Meinung nach optimalerweise nicht überhand genommen haben, sondern es den Menschen ermöglichen, Prozesse zu vereinfachen und Prozesse nachhaltiger zu gestalten. Aber es sollte nicht so umfassend um sich greifen, dass der menschliche Kontakt und das menschliche Bewusstsein verloren geht. Ich denke, das ist für eine nachhaltig geprägte Gesellschaft sehr wichtig, dass der Mensch und das Miteinander und das Verantwortungsbewusstsein füreinander immer noch im Vordergrund steht. Anhand dieser 3 Beispiele haben wir gesehen, wie Digitalisierung dabei helfen kann, eine zukunftsfähige Welt zu schaffen und welche Herausforderungen für eine nachhaltige Entwicklung sie gleichzeitig mit sich bringt.